Es ist echt schwer, ich bin auch gerade leise. Ich bin ja natürlich jetzt gerade ein bisschen leiser, weil ich möchte natürlich auch zeigen oder die Musik hören. Alles gar nicht so schlecht, aber es ist nicht das, was wir brauchen. Das ist einfach nicht das, was wir brauchen. Nochmal. Auf jeden Fall das hier. Der ist also ganz oben, okay. Oder? Hier noch das zweite. Okay. Also hier das letzte. Das ist witzig. Kann ich noch was geben? Okay, kann ich da ran? Ah ja, okay. Weil die Kinder nicht mehr da sind.
Tschüss, Vögel! Auf zur nächsten Quest! Ich mag dieses Spiel. Nun mach ich mir gleich einen Kaffee. Sonst wird mir das hier echt zu viel. Spastische Zuckung hier. Und jetzt mal hier. Gut, ich mach mal ein bisschen kurz einen Kaffee. Wir sehen uns gleich wieder. Und bis gleich. Ciao. Ich könnte ja echt die Webcam ein bisschen anlassen und einfach hier den Kaffee machen. Eigentlich könnte ich das mal machen, oder? Wir sind hier. Das ist hier einfach mal ein heimisches Let's Play. Ich will jetzt aufstehen. Mitten im Let's Play. Ihr müsst euch das jetzt vorstellen. Ich stehe jetzt mitten im Let's Play auf und mache mir einen Kaffee. Weil die Kaffeemaschine direkt da steht. Ne, warte mal. Also von euch aus gesehen steht sie da. Kaffee angesetzt, Mademoiselle. So, komm, das hat jetzt zum Spiel gepasst. So, los, weiter geht's. Kann man dann hier? Was bist du? Irgendwas ist da. Ich will gar nicht wissen, was er mit dem Arschloch von dem Frosch vorhat. Okay. Bist du glücklich, suche ja oder so? Ah, okay. Dann müssen wir auf all diese 3-1 legen. Was haben wir hier? Nichts, was haben wir da? Nichts? Ach guck mal, das ist doch noch einer. Guck mal, hier ist aber auch noch eins. Ja, auch noch eins. Ach so. Das ist überhaupt nicht eklig, diesen Arm, der da abgebissen drinnen liegt. Was genau machen wir da? Aber der Arm sieht echt eklig aus, so angebissen. Nee, nee, mach ich. Das ist ganz normal. Was passiert jetzt? Okay. Warum denn nicht? Kann ich jetzt da rein? Bitte nicht. Okay, ich dachte, der krabbelt da jetzt rein. Ansonsten haben wir soweit hier nichts. Gut. Gehen wir mal hier lang.
Das ist interessant, okay. Ach, guck mal hier, jetzt kann man hier rein. Weil das geht wahrscheinlich nur mit der Maus. Jetzt haben wir irgendwo einen Korken. Den ich so nicht aufheben kann anscheinend. Hier war irgendwas. Interessant, okay, dann gehen wir mal kurz zurück. Was können wir denn noch einstellen? Wie wär's mit dem Seelöwen? So, just for fun. Korken. Ich habe schon eine Ahnung, wo der reinkommt. Bitte nicht. Der legt, ihr seid solche Schweine. So, hier drauf. Frag meinen rosa Knüppelmann da. Der ist aber orange. Oh, okay. Und wenn wir jetzt hier das nehmen, kann man zum Beispiel bestimmt nicht hier reinwetten. Genau. Was haben wir hier? Hier? Mal einen Stein in der Hand. Können wir vielleicht hier hinten drauflegen, ne? Lass den roten Knuddelbär noch einfach mal dahin. Ich hab die Idee, Moment. Ich hab da eine Idee, auf die ich ziemlich stehe. Oh je. Verwandle dich mal in eine Maus. Dann gehe ich da drauf. Das geht nicht, okay. Ich dachte vielleicht, man kann da drauf gehen. Nee, warte mal. Stopp. Ich hab eine Idee. Wollen wir uns das andersrum machen? Kleiner Moment, wir kriegen das hin. Und zwar müssen wir vielleicht den großen Stein müssen wir vielleicht auf die Hand drauflegen. Das heißt, wir nehmen jetzt den großen Stein hier. Legen den erstmal hier drauf, hier für den kleinen Stein mit, ist ja egal, welcher Stein drauf liegt. Nimm dann den kleinen Stein. Leg dir da drauf. Kommt die Hand runter. Nehmen wir den großen Stein wieder. Der wäre süß. Ein bisschen Ausschau halten nach diesen Münzen, ob ich die nicht übersehe irgendwo. Münzerinos, wo seid ihr? Münzerinos, bleibt bei mir. Genau, jetzt werden wir runter. Da besitzt sich auch was Tolles. Okay. Interessant. Aber wir haben ja gerade eben noch den Eingang freigeschaufelt. Das heißt, wir müssten theoretisch mit der Maus nochmal da rein, oder? Die Biene können wir auch gleich mal nehmen, aber ich glaube, die bringt uns in der Höhle jetzt nichts. Müssen wir wahrscheinlich mit der Maus in die Höhle rein.
zweite Maus. Super. Ja genau, mit der Maus kommen wir da rein. Aha, okay. Interessant. Aber nicht. So schwer. Gut. Hört man das? Die ist da hochgesprungen. Aber warum? Wollte die vielleicht dahin? Oh gut, wir müssen es nicht jedes Mal neu machen. Hä? Sollten das vielleicht Blumen sein? Ich könnte sicher sein, dass wir versuchen sollen, die Blumen zu bestäuben dann. Diese Krokus oder was das sein sollen. So, wir sind ja wunderschön. Wir sind das schönste Insekt, das jemals gelebt hat. Na guck mal hier, der hier ist offen. Die da hinten sind zu. So. Ja, alles klar. Okay, dann müssen wir jetzt hinten den noch bestäuben. Das ist echt schön dunkel. So, go, go. Ah, normalerweise hätte uns der Vorschläger tatsächlich geschubst, aber wir haben schon von vornherein dieses Ding gemacht, deswegen ging's. Ich glaube, wir haben uns eine Art Brücke geschaffen, kann das sein? Scheint das noch nicht so ganz funktionieren. Okay. Dann machen wir das mal so. So. Könnte fast denken, ich habe schon mal gespielt, du wirst wie es geht. So. Und jetzt haben wir nämlich das Phänomen, dass ich falsch gemacht habe. Okay, jetzt falsch gemacht. Jetzt, klappt es? Genau. Das müsste jetzt klappen, genau. Nehmen wir zwar die Maus. Maus! Wir nehmen die Maus, die Maus. Wir werden zur Maus. Ich werde gleich zur Maus. Dann müsste es jetzt eigentlich klappen, oder?
Ja, was haben wir mal den Bären? Ich hab's doch falsch gemacht. Wer ist dieser Typ mit dem Stein eigentlich? Verstehe ich ja nicht so ganz. Ich suche auch gerade nach den Münzen, aber ich sehe keine im Moment. So, jetzt soll das klappen. Nein, nicht dahin. Das passiert nicht, wenn ich sowas mache. Nur just for fun. Geil. Das haben sie eingeführt, das gab es vorher nicht. Das hat man als hatte man vorgeschlagen, dass man das doch bitte einführen solle. Wie geil, das haben sie gemacht. Oh schön. Wie schön. Okay. Das hatte man gesagt, dass man das doch bitte als Gimmick einführen könnte, dass man mal sieht, was passieren würde, und das haben sie anscheinend wirklich gemacht. Also ich Respekt dafür, dass ihr euch so nach euren Zuschauern richtet. So. Zuschauer, also nach euren Spielern. Für mich sind Zuschauer, für euch sind Spieler. Los Maus! You can it! You can do it! Ja, so macht man das halt, ne? Das ist dann das typische Mausprinzip. Bam! Und wir haben es wieder einmal geschafft. Die Maus rettet die Welt. Go, go. Checkpoint! Super, da haben wir eingesogen in das nächste Kapitel. Doch da sehen wir uns das in der nächsten Aufnahme, die ich in einer Viertelstunde anfange. Denn jetzt kommt gleich der Pizzabote und mein Kaffee ist fertig. Das heißt, ich werde mir jetzt ganz kurz beides zusammen gönnen. Und dann geht's auch gleich weiter, weil ich habe mega Hunger. Wir sehen uns also gleich wieder bei der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ciao.